Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute das Tauschpaket von der lieben Lisa für euch. Und wenn ihr wissen wollt, was ich ihr geschickt habe, beziehungsweise was ich ihr überreicht habe, denn ich war bei ihr zu Besuch und dort haben wir uns das gegenseitig dann gegeben und nicht verschickt, dann schaut gerne mal in die Infobox, dort verlinke ich das Video zu meinem Paket für sie. Außerdem findet ihr in der Infobox noch zwei Videos von uns, denn als ich bei ihr zu Besuch war, haben wir natürlich fleißig Videos gedreht. Dort könnt ihr dann auch gerne mal reinschauen und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt mal an, mit euch die kleinen Pakete auszupacken. Wir hatten am Anfang gesagt, dass wir so eine kleine Aufgaben-Challenge machen. Das heißt, wir sollten zu jeder Aufgabe, die wir uns gestellt haben, ein passendes Produkt raussuchen. Und ja, das hat am Anfang nicht ganz so geklappt. Und wir haben ja doch mehrere Produkte geholt und nicht nur diese kleinen Aufgaben, sondern viel, viel mehr. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf das Paket und würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ach so, und wir haben uns kein Limit gesetzt und ja, jeder konnte so viel ausgeben, wie er wollte. Und hier habe ich die Tüte von der lieben Lisa bekommen. Sie hatte kein Paket mehr daheim, deswegen hat sie das alles in so eine kleine, süße DM-Tüte gepackt. Und ja, jetzt fangen wir wirklich an. Als erstes haben wir hier so ein kleines Päckchen, nur zu empfehlen. Und ja, bin ich mal gespannt. Als erstes haben wir hier von For Your Beauty einen Cognac-Gesichtsreinigungsschwamm. Das ist ja die Eigenmarke von Rossmann. Und ja, wollte ich schon immer mal ausprobieren, hatte ich noch keinen davon. Und ja, wie verwendet man den? Werde ich mich mal mit beschäftigen und ja, sehr gerne mal austesten. Und dann hat sie hier noch so ein kleines Ü-Ei-Dingens reingetan. Reingefallen, mag dich. Das war aber jetzt gemein. Das war wirklich gemein. Ich dachte, da wäre jetzt noch was Schönes drin. Nein, Spaß. Dann machen wir weiter mit diesem kleinen Päckchen und ich muss sagen, Lisa, du bist wirklich kein Verpackungskünstler. Ja. Aber sie hat es trotzdem wunderschön irgendwie eingepackt. Und hier steht drauf, bin happy, dich kennengelernt zu haben. Und das bin ich auch auf jeden Fall. Ich bin wirklich super froh, dich kennengelernt zu haben. Ein kleines Herz. Ein kleines Herz, wo happy draufsteht. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall irgendwo hinhängen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und mit diesen kleinen Kügelchen da noch dran. Und ja, wirklich sehr, sehr schön. Danke. So, weiter geht's mit diesem Päckchen hier und ich glaube schon, was da drinne sein kann. Das war jetzt eine Aufgabe von denen, die wir uns gestellt haben und zwar riecht nach Winter und ich vermute mal, das ist genau dasselbe, was ich ihr auch geschickt habe und zwar eine Kerze. Und es ist tatsächlich eine Kerze und zwar eine von Glade. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche Kerze ich ihr geschickt habe, aber das hier ist eine Limited Edition Honig und Schokolade mit gratis Winterdeko. Und zwar diese hier, so ein Rentier. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Die riecht wirklich sehr, sehr gut. Und guckt euch mal das Glas an, das ist wirklich richtig schön. Ja, freue ich mich auf den nächsten Winter oder ja, wenn es wieder richtig kalt ist und Weihnachten ist, dann werde ich die auf jeden Fall anzünden. Weiter geht's mit Produkt in meiner Lieblingsfarbe. Rate, welche Farbe. Ja, das kann ja eigentlich nur rosa sein. Bin gespannt, ob ich recht habe. Das fühlt sich an, als ob hier zwei Produkte drin sind. Und oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind tatsächlich zwei Produkte. Und einmal ein Nagellack von Sally Hansen. Ja, das ist die Farbe 160 Sherry Dance und das ist wirklich so ein ganz, ganz zartes Rosa. Da freue ich mich sehr. Und ja, ich habe ihr schon gesagt, dass ich sehr gerne einen Sally Hansen Nagellack haben möchte. Und da hat sie zugehört und ja, freue ich mich wirklich sehr drüber. Und dann war noch was Einhorniges dabei und zwar von Tracklemoon die Wild Cherry Magic Körpermilch. Und ja, das ist diese hier und wie ihr seht, ist da ein süßes Einhorn drauf und ja, wie riecht das denn? Ja, das riecht wirklich sehr, sehr gut und ja, kommt auf jeden Fall in meine Handtasche. Dankeschön dafür. Dann kommen wir
Pflegeprodukt Nummer 3. Ja, das ist auch aus unserer Aufgabenstellung. Und da bin ich mal sehr gespannt. Für uns Blondies von Nivea eine Pflegespülung Blond, Schutz und Pflege. Strahlendes Blond und Geschmeidigkeit mit Kamille. Da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr, weil ich ein bisschen meine Haare pflegen muss. Die sind trocken und ja, gefällt mir im Moment nicht so gut. Und da freue ich mich auch auf jeden Fall sehr drüber. Dann machen wir weiter mit Pflegeprodukt Nummer 1. Ich bin nicht so gut im Raten. Und das ist ein Duschgel und zwar eine Limited Edition aus der Valentinstagsreihe. Und zwar ist das dieses Duschgel hier Miss Perfect Be My Valentine mit verführerischem zarten Duft. Das riecht wirklich sehr, sehr angenehm. Kann ich mir auch richtig gut für den Frühling vorstellen. Und ja, guckt euch mal die Verpackung an. Richtig schön. Dann machen wir weiter mit Pflegeprodukt Nummer 2. Und das hört sich sehr nach einer Sprühkur an oder so. Oh nein. Und zwar ist das von Balea. Riecht verdammt gut, schreibt sie. Gut, ein Bodyschaum, Vanilla Berry mit Johannisbeeren und Vanilleduft. Cremig. Und ja, das habe ich schon im DM gesehen, aber habe es mir noch nicht geholt. Wollte es trotzdem mal ausprobieren. Jetzt kann ich es auf jeden Fall tun. Und zwar ist das eine Bodylotion als Schaum und für jeden Hauttyp geeignet. Und auch hier die Verpackung ist wieder richtig schön. Freue ich mich auch auf jeden Fall aufs Austesten und ja, richtig schöne Verpackung. Machen wir weiter mit so einem Riesenprodukt und das fühlt sich sehr weich ein. Absolutes Lieblingsprodukt, bei uns mehrfach einsetzbar. Und ja, ich denke mal, das sind irgendwie Tücher, so Feuchttücher oder so. Und ja, perfekt zum Abschminken. Und zwar von Baby Love sind das so Riesentücher, wirklich sehr, sehr groß. 80 Stück sind da drin. Und ja, wenn sie sagt, das ist perfekt zum Abschminken, werde ich das auch auf jeden Fall mal zum Abschminken ausprobieren. Und ja, freue ich mich auch auf jeden Fall sehr, sehr drüber, mal was Neues auszutesten. Dann haben wir hier wieder ein großes Produkt und da schreibt sie Must-Have Winterprodukt. Und ja, das fühlt sich auch sehr, sehr weich an. Kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Auch wieder zwei Produkte und einmal Taschentücher von Denkmit Soft und Sicher. Und ja, die haben wirklich ein richtig schönes Design. Guckt euch das mal an. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ein EOS, und zwar schreibt sie hier, damit holst du dir in den kalten Tagen den Sommer auf die Lippen. Und zwar, ja, ist das ein EOS Lip Balm Summer Fruit, Lippenbalsam Sommerfrucht. Und der ist wunderschön. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ihr auch einen EOS geschickt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. So, weiter geht's mit Pflegeprodukt Nummer 4. Und ja, hier hört sich's an wie eine Flüssigkeit und ja, gucken wir mal, was das so Schönes sein kann. Oh, von Schwarzkopf Glisskur eine Sprühkur. Und ja, das ist eine Sprühkur Express Repair Spülung. Sofort leichte Kennbarkeit, Geschmeidigkeit und Fülle. Wirklich sehr, sehr schön. Freue ich mich auch aufs Ausprobieren. Und bei mir ist das bald leer und ja, dann habe ich auf jeden Fall wieder einen Vorrat. So, weiter geht's mit Partner-Look-Maus. Okay. Irgendwas, was sie auch hat. Und wir jetzt im Partner-Look gehen können. Hoffe, du magst sie. Oh, das sind Ohrringe in so einem richtig coolen Säckchen. Und dann gucke ich mal. Das sind die Ohrringe und ja, stimmt, die hast du auch und ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Die sind mir bei dir auch schon voll oft aufgefallen. Dankeschön und wenn ich das nächste Mal zu dir komme, werde ich die auch auf jeden Fall anziehen. Dann machen wir weiter und hier schreibt sie, Paul durfte auch etwas aussuchen. Ui, mal gucken, was er so ausgesucht hat. Was er denkt, was mir gefällt. Auch von Trickle Moon und hier ist noch was drin. Ein Liebesbrief. Aber hier haben wir erstmal auch wieder von Trackle Moon eine Körpermilch mit Marshmallow Heaven. Das ist ja der gehypte Marshmallow-Duft und
Ja, das riecht wirklich sehr, sehr süß und kommt auch auf jeden Fall in meine Handtasche. Und dann hier, Picasso wird er nicht. Er hat mir was gemalt anscheinend. Okay. Ich weiß nicht, was das sein soll, Lisa. Sag's mir bitte. Das ist von beiden Seiten bemalt. Ja, schreibt mir mal, was ihr darauf erkennt. Und Lisa, sag du mir bitte, was das in echt sein sollte, damit ich da jetzt nichts Falsches interpretiere. Auf jeden Fall danke an Paul. Und dann mache ich auch direkt weiter mit dem Lieblingsprodukt unter 1 Euro. Und ja, das fühlt sich sehr, sehr weich an. Und da könnte ich mir vorstellen, ist das irgendwie eine Maske oder so? Weil die sind ja auch immer sehr günstig. Und es ist eine Maske von Schäbens, und zwar eine Feuchtigkeitsmaske mit Soforteffekt. Erhöht die Hautfeuchtigkeit mit Aloe Vera, Avocado, Gurke und Urea. Und ja, Schäbens mag ich auch sehr, sehr gerne. Und so eine Feuchtigkeitsmaske kann man auch immer gut gebrauchen. Und deswegen Dankeschön. Dann geht's weiter mit einem LE-Produkt. Ja, die Form sieht auf jeden Fall aus wie eine Handcreme, würde ich mal behaupten. Und das ist was von P2. P2 Glow Effekt aus der Most Loved Coziness Reihe. Habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Auf jeden Fall ist das wirklich eine Handcreme. Smoothing Handcreme Refreshing. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Produkt. Habe ich so auch noch nie gesehen. Und mal gucken, wie das riecht. Okay, ich rieche da jetzt nichts draus, aber werde ich auf jeden Fall bald austesten. Und dann machen wir weiter. Mit Einhorndusche hast du ja bereits ein Muss als Einhorn-Junkie wie ich. Ja, dann kann das ja nur irgendwas mit Einhorn sein. Vielleicht auch so eine kleine Probe von Trackelmoon. Und zwar, wie ich gesagt hatte, Wild Cherry Magic. Jetzt ist das diese Duschcreme, also das Duschgel. Und da hat sie geschrieben, dass es das leider nur in klein gab. Aber sehr, sehr gut, kann man sehr, sehr gut testen. Und wenn es einem ja wirklich zusagt, kann man sich ja die große Flasche holen. Und ja. Riecht wirklich sehr, sehr gut nach Kirsche. Gefällt mir sehr, sehr gut und werde ich auf jeden Fall austesten. Dann machen wir weiter mit Shining Girl, steht dir sicher. Und ja, ich denke mal, das ist ein Lippenstift. Ja, und zwar von Essence, die Farbe 08 Glamour to Go. Und das ist so ein richtig schönes Nude. XXXL Shine Lip Gloss. Und den swatche ich euch mal. Wow, der ist irgendwie total goldig. Also goldig, ne? So Gold halt eben. Und ja, das ist die Farbe und der ist wirklich sehr, sehr schön. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und du hast ja auch gesagt, dass mir solche Farben besser stehen als so knallige. Und deswegen werde ich den sehr, sehr gerne ausprobieren. Und dann machen wir weiter mit diesem Produkt hier. Die Farbe wird dir sicherlich toll stehen. Und weiß ich nicht, von der Größe her denke ich mal, das ist ein Lidschatten. Und ja, von Essence The Velvet. So ein richtig schönes Braun. Auch sehr, sehr schön. Und zwar ist das die Farbe 06 Mr. Mocha Bean. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Total toller Alltagston. Und dann haben wir hier nochmal das gleiche Päckchen. Passt perfekt zu der anderen Farbe. Dann vermute ich mal, ist das auch ein Lidschatten von Essence The Velvet oder vielleicht auch was anderes in einer perfekten Farbkombination. Und das ist auch von Essence The Velvets. Und zwar ist das so ein richtig schönes Beige. Ja, wirklich sehr, sehr toll. Und das ist die Farbe 03 Smooth Caramel. Naja, ich weiß jetzt nicht. Karamell ist für mich ein bisschen brauner, aber auch eine richtig schöne Farbe. Werde ich auf jeden Fall beides mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Dann machen wir mit so einem kleinen Päckchen weiter. Hoffe, hast du noch nicht. Und ja, von der Form her vermute ich mal, ist das ein Nagellack, weil den habe ich schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen.
Und ja, es ist ein Nagellack. Ich mag helle Nägel in. Ist ein Weißton. Ist ein Weißton aus der Essence Color and Care Straightening Nail Polish. Und zwar ist das dieser hier. Und nein, den habe ich tatsächlich noch nicht. Habe ich so auch noch nie gesehen. Ist der vielleicht neu oder weiß ich nicht. Im Moment bin ich sehr auf Essie fixiert. Vielleicht habe ich den einfach nur noch nicht gesehen. Aber ja, werde ich auf jeden Fall auch mal austesten. Und ja, weiß habe ich eine nur von Essence und der ist schon relativ alt. Deswegen freue ich mich hier auf diesen schönen weißen Nagellack. Ach ja, und das ist die Farbe 01 Take a Break. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Da schreibt sie Easy Auftrag und ja, der ist vorne ein bisschen spitz. Da kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Deswegen würde ich sagen, packen wir den doch mal aus. Und das ist von Essence Smoky 2-in-1 Kohl Liner. Den kennt man ja von Maybelline, glaube ich. Also ich habe auch schon so einen, aber nicht von Essence. Und zwar, ja, ist das einfach so ein Kohlkajal in so einer spitzen Form. Und ja, den ich habe, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen freue ich mich, wieder einen zu haben. Und von Essence, das ist die Farbe 01 Smoky Black. Ja, meine Lieben, das war's mit dem Video. Das waren alle Produkte aus dem Tauschpaket, was ich von der lieben Lisa geschenkt bekommen habe. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Und ja, ich muss wirklich sagen, ich freue mich über jedes Produkt sehr, sehr doll. Und ich kann mit allem was anfangen. Und es sind viele Produkte dabei, die ich so noch nie gesehen habe, die ich sehr, sehr gerne austesten werde. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut bei der Lisa vorbei und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!